Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Kalle, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ihr freut euch wahrscheinlich schon auf den Loading-Screen vom Bausimulator, geht auf jeden Fall gleich los, kurze Ankündigung vorher. Morgen, also Samstag, 13.04. bin ich mit Gameloft auf der Games Week in Berlin unterwegs und wir werden das Ganze ein bisschen mal anschauen, uns die Messe mal vor Ort ansehen, bisschen rumfilmen und natürlich auch, wenn ihr da seid, mit euch quatschen. Wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall rum. Wem der Name Gameloft jetzt so gar nichts sagt, eine kleine Erklärung, sie stellen Mobile Games her, unter anderem vielleicht Asphalt 9 Legends, Racing Game, ansonsten haben sie nochmal Dungeon Hunter Champions rausgehauen. Kleines Action-RPG aller, aber auch Shooter wie Modern Combat oder jetzt seit neuestem Modern Combat Blackout oder auch natürlich Strategie-Games wie March of Empires. Also wenn euch dafür interessiert, guckt mal in die Beschreibung. Ich habe da auf jeden Fall die Social-Media-Links für euch reingeknallt. Und wenn ihr auch auf der Games Week unterwegs seid und jetzt vielleicht sogar am Samstag dabei seid und mich seht, dann quatscht mich gerne an, können wir kurz schnacken und vielleicht drehen wir eine kleine Sache zusammen, wer weiß schon. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Bausimulator-Video. Bis später, aller. Herzlich willkommen zurück zum Bausimulator, Alla. Suka, blöd. Was? Blöd, das ist Suka, Vanucci. Oh. Suka. Stimmt, da war ja was. So. Pideras, Vanucci. Hä? Pideras. Ach so, ist kein Landwirtschaftssimulator? Oh. Ja. Ich Idiot. Jetzt haben wir's. Und damit herzlich willkommen zurück zum Bausimulator. Mein Name ist Kalle und wir sind ja letztes Mal umgezogen, Alter. Und das bedeutet, wir haben jetzt hier den neuen Hof mitten in der City. Und ich hoffe mal, dass sich das auch auftragmäßig dann natürlich auf unsere Karriere hier jetzt nochmal so ein bisschen auswirken wird, Alter. Deswegen gucken wir einfach mal. Meine Idee wäre jetzt eigentlich, dass ich wir jetzt das Konto erstmal so richtig schön vollpumpen mit Money. Dafür haben wir den Dominik. Ich finde, der Dominik, der kann heute mal so einen richtig schönen 24-Stunden-Arbeitstag einlegen, damit wir mal das Konto so ein bisschen aufstocken. Denn wir brauchen die Kohle, um uns die Fahrzeuge zu kaufen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Dominik auch richtig Bock hat. Also dann würde ich den jetzt hier einfach mal den Lachs löppen lassen, Alter. Und dann gucken wir mal... Und dann gucken wir mal, was wir uns für Fahrzeuge gönnen. 115.000 kriege ich hier von Hendrik. Nur wenn ich hier zweimal baggere, Alter. Aber wahrscheinlich mit dem dicken. Mit dem dicken Bagger. Katsching! Ja, da haben wir es doch geschafft. Oh, war das wieder ein harter Arbeitstag, du. Mensch, ich müsste mir da erstmal ein Bier, also ein Bierchen, Alter. Ich würde mal eben zum Händler gehen und mal gucken, was wir eigentlich so an Kohle ausgeben wollen. Also, wenn wir jetzt nochmal auf die Aufträge schauen, dann sehen wir natürlich hier gewisse Dinge, die sie haben wollen. Betonpumpe, einen Kran, Betonkübel, 1 Meter und Betonmischer. Betonmischer wollen sie irgendwie alle irgendwie haben, ne? Bedeutet, Betonmischer sollten wir uns auf jeden Fall mal gönnen, Alter. Guck mal, der kostet schon 130.000 Euro, Alter. Das bedeutet, den knattern wir jetzt einfach mal rein. Ja, bla 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 bla. Katsching. So, wo ist das Ding? Geiles Gerät. Ach, guck mal, man kann mit dem Fragezeichen, kann man immer natürlich auch immer... Ah, das wusste ich jetzt nicht, ne? Naja, ist ja gut zu wissen. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich erstmal wieder nach Hause ballern damit. Aber ist ja gar nicht so weit, glaube ich, ne? Ist ja gleich hier vorne. So, wo ist denn hier unser Firmengelände? Mach mal ein Navi. Helmrich, oh shit! Sorry, Laterne. Fahr gegen die Laterne, Alter. Und grün. Lazza! Schnell muss ich vorbei. Oh, jetzt bin ich über Rot geheizt. Keiner gesehen. Da müssen wir rein. Oh, so, und nach rechts. Links. Eieiei, das ist ja Leben am Limit. Stell das Gerät hier direkt ab. Ah. Perfekt. Also besser geht's doch gar nicht. Ist doch perfekt eingeporkt. Alter, okay. Das ist natürlich unnormal belohnt. Das ist jetzt auch gar nicht so weit weg. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt hier so einen 300.000 Euro-Auftrag angenommen. Das heißt, ich fahre jetzt mit dem Bagger da mal rüber. So, jetzt müssen wir wieder warten. Ich sehe nicht, wann die Ampel rot grün ist. Ah, da ist noch eine. Sehr gut, geil. Abfahrt! Ey! Ulrike, geh mal schneller, Alter!
Stell mir vor, du willst so ein Haus bauen lassen. Rufst bei der Aller Ultras GmbH an, Aller. Und dann sagen die, ja, ich wohne ja nur die Straße runter. Ihr solltet ja dann schnell da sein. Und dann sitzt Kalle Kuschinski, sitzt in einem scheiß Bagger, Aller. Braucht eine halbe Stunde für 100 Meter. Und ich habe heute nicht mal ein Bier dabei. Ist doch scheiße. Halt die Fresse! Manchmal frage ich mich, Kalle, was geht denn in deinem verkackten Hirn eigentlich so ab, Alter? Jetzt sind wir hier aber endlich mal angekommen. Baggere den markierten Bereich aus. Also da sollen wir jetzt ein richtig dickes Loch graben. Ich glaube, wir brauchen hier noch so ein Absetzlader-Schlepperdingsbums für einen Container. Aber hier soll ich ja eh das schon zum Kiesweg bringen. Bedeutet, ich bin ja schlau. Ich hole jetzt schon mal das Auto und besorge einen Container. Kann ich in der City auch einkaufen? Ja. Ehre. Ey, Rüdiger. Oh, shit. Oh. Ich muss hier mal durch. Und ist auch der Heiniger. Mensch, ihr habt expandiert. So, gib mir mal ein Containerchen. Knapp bemessen, aber läuft. Kann ich dir ein neues Fahrzeug leisten? Alter Harpe, du laberst mich jedes Mal voll, dass ich mein Geld ausgeben soll. Was bist du denn für ein Vorarbeiter? Wie sollen wir denn mal rich werden? Wann sollen wir denn mal endlich nach Malle fahren, Alter? Und da schön Bier trinken aus Eimern oder so? Oh, nicht groß machen. Das gibt nur Probleme. Ausfahren, der Gerät. Alter. Da ist er dran. Tippitoppi. So, und dann jetzt rüber wieder zur Baustelle. Gerade nochmal, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. So, jetzt haben wir es aber. Plan wäre für mich jetzt eigentlich, den gar nicht erst abzustellen, sondern mit dem Bagger einfach direkt rein da in die Olga und dann bringen wir es direkt weg. Voll machen da die Schippe. Ja. Die Hälfte ist daneben gegangen, oder? Ah! Scheiße. Ah! Oh, dann setzen wir den Scheiß halt doch ab. Ich dachte, ich kann mir da einen Arbeitsteil hier sparen. Es ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ah! Scheiße! Nein! Oh, warum? Ey, das kann doch nicht sein! Aber mit dem Bagger macht es ein bisschen mehr Spaß. Also, ich muss sagen, na dafür, dass man hier die Schippe ordentlich voll machen kann, hier den Schaufel, Alter. Den Löffel. Von der Katze im Motor versteckt, Alter. Oh. jetzt haben wir den Dreh hier auch raus. Hat ja lang genug gedauert. Wir machen den einmal hier so lange voll, bis da nichts mehr reingeht. Wie bei mir beim Trinkabend. Der sieht schon sehr voll aus. Lirum Larum Löffelstiel. Der Kalle nicht abonniert. Der kann nicht viel. Oh, guck mal, hier wird so eine Palme gebaggert. Das ist fast wie Urlaub. Alter. So geht's aber nicht. Jetzt sieht das aus wie so eine Kuh. Ich bin ein richtiger Baggerkünstler. Guckt euch mal mein Loch an, Alter. Richtig schön braun. Lass mich doch jetzt hier reinbaggern. Was bist du denn jetzt so aggressiv? Lass mich baggern. Mal was? Wofür? Wofür zahle ich so viel Geld? Versicherung, Instandhaltung, Gehalt 7000 Euro? Alter. Also bisher sind wir nur im Minus. Da müssen wir uns ranhalten. Och, Leute. Wie lange soll ich das hier noch auslöffeln? Jetzt komme ich hier mit meinem scheiß Bagger nicht mehr raus. Ja, ihr seht schon, so ein Auftrag hier ist nicht ganz einfach, Alter. Oh, fuck. Scheiße. Unfall auf der Baustelle, ey. Wenn die aller Ultras GmbH sagt, sie macht ein Loch, Alter, dann machen die auch ein Loch. Zack. Nochmal schön reingelöffelt. Eieieiei, das ist hier eine heikle Angelegenheit, du. Ganze
ganze Gehäuse ist hier den ganzen Tag am Wackeln. Ich weiß auch nicht, ob das alles so richtig ist, wie ich das hier mache, ey. Scheiße. Oh, Scheiße! Beruhig dich, Liebherr! Beruhig dich! Scheiße! Fuck, Alter!